Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 65.400 US-Dollar. Wir haben heute Nacht oder heute Morgen jetzt besser gesagt nochmal einen größeren Abverkauf gesehen, nachdem wir gestern nicht hier oben mehr in das Golden Pocket reingekommen sind. Leider, das wäre unser perfekter Short-Einstieg gewesen, aber. Keine Kraft gestern am Markt. Obwohl die traditionellen Märkte gestern doch wieder einigermaßen positiv waren, auch jetzt sich nicht mehr sonderlich nach unten hin bewegt haben, hat Bitcoin erstmal nicht mehr die Kurve bekommen. Und es sieht momentan danach aus, als ob wir hier nochmal in Richtung 64.500 US-Dollar runterfallen. Könnte dann als Retest gesehen werden. Schauen wir uns das alles im heutigen Video an. Außerdem werden wir mal auf Ethereum gucken und natürlich nochmal auf die traditionellen Märkte, was es dort dann zu sehen gibt. Und natürlich auch äh, auf den Goldmarkt. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt, auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich euch weiterhin nur meine Börse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr momentan immer noch ordentlich Trading-Boni und könnt alles über Stocks, Forex und natürlich auch Krypto traden. So. Jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, momentan traden wir bei 65.400 US-Dollar. Wir haben, wie gesagt, hier einen leichteren Abverkauf gesehen. Das war da auch so gestern so grob der Plan bei mir noch gewesen, obwohl ich echt gehofft habe, dass wir hier erstmal nochmal hochkommen in Richtung 70.000 bis 71.000 US-Dollar, um Short hier oben gehen zu können. Markt hat aber keinen Bock. Wie gesagt, Markt ist sehr, sehr schwach auf der Brust. Wir sind nicht mal mehr hier oben ans 05er gekommen bei 69.200 US-Dollar. Nicht wirklich gut. Jetzt, wie gesagt, testen wir hier jetzt langsam möglicherweise unsere ehemalige Downtrend-Linie, könnten hier nochmal einen kleinen Support reinbekommen, eben bei der 64.500 US-Dollar-Marke. Dort haben wir das letzte Mal den größeren Impuls da nochmal nach oben hinbekommen. Sollten wir hier aber drunter schließen, das heißt unter diesem letzten Tief eine 4-Stunden-Candle drunter schließen, wird es sehr, sehr wahrscheinlich hier runter in Richtung 61.000 bis 62.000 US-Dollar gehen. Wir sehen schon, das Abverkaufsvolumen ist jetzt nicht sonderlich hoch, nimmt aber jetzt immer mit den Spikes immer weiter zu, also mit dem nächsten Step nach unten immer, immer mehr. Zu. Und wenn wir uns mal so die Funding Rates angucken, da sehen wir auch, dass wieder ein bisschen mehr liquidiert wurde. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ein paar Long-Positionen immer wieder versuchen, dagegen zu halten. Aber Funding Rates sind eigentlich relativ normal, was eigentlich jetzt langsam wieder für mehr Long-Positionen sprechen würde. Wenn wir uns dann noch das Open Interest angucken, was jetzt auch nochmal so einen kleinen Schub nach unten hinbekommen hat, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, dass wir uns dann hier möglicherweise sogar im Laufe des Tages nochmal Long Positionieren könnten. Das Einzige, was mich hier ein bisschen davon abhält, ist so dieses, dieser kleine Bereich hier unten, so in Richtung 63.800 US-Dollar, also es wäre sogar wünschenswerter. Wir machen jetzt hier mal kurz das Fit level weg. Wenn wir sogar hier nochmal ein tieferes Tief reinkriegen, so in den Bereich der 63.800 US-Dollar und dann nach oben hin nochmal einen neuen Versuch starten in Richtung 70.000 US-Dollar. Ob das dann wirklich äh, bis hier hoch nochmal geht, wird sich zeigen. Natürlich verschiebt sich dann auch das Golden Pocket nochmal minimal. Kann auch sein, dass wir dann nur hier bis 69.700 US-Dollar gehen, wird sich zeigen im Laufe des Tages. Aber die Chance besteht auf jeden Fall. Nochmal hier so eine kleine Long-Position reinzuwagen. Ansonsten, nächster Step liegt dann hier zwischen 62.000 und 61.000 US-Dollar. Und das ist dann auch wirklich erst einmal der Endgegner. Hat nämlich damit zu tun, ich glaube, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Wenn wir hier in den 4-Stunden-Timeframe gehen, sehen wir diesen radikalen Anstieg hier drüben mit sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, da drüben werden auch noch sehr, sehr viele Long-Positionen rumliegen. Und Huch, das wollte ich jetzt nicht, ist egal. Auf jeden Fall ähm, sollten wir hier über die unter, oder unter die 61.000 US-Dollar-Market runterfallen mit einem 4-Stunden-Close oder sogar einem Daily-Close, werden wir sehr, sehr schnell wahrscheinlich dann hier runter in Richtung dem Bereich von 51.000 US-Dollar fallen. Also da bleibe ich weiter dabei. Wir werden, denke ich, immer noch tiefere Kurse sehen. Vor allem, wenn wir jetzt mal ein bisschen längerfristiger denken, wir gehen in Richtung 61.000, kriegen dann den Hit ins Golden Pocket, dann haben wir den ersten größeren Abverkauf hinter uns und dann rechne ich eindeutig nochmal damit, dass wir noch zwei größere Abverkäufe in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Ich meine, wir haben Halving noch vor der Tür. Halving war bis jetzt immer ein Dampf vorher. Das heißt nicht, dass es immer weiter so kommen muss. Die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Es kann auch sein, dass es nach dem Halving dieses Mal kommt. Wer weiß das schon, aber wir haben ja auch am Mittwoch noch, also morgen, dann den Fettzinsenscheid, wo die Zinsen eigentlich so bleiben sollen. Aber wer weiß, was Paul da noch ähm, so Großes einfällt um 19 Uhr. Ansonsten, äh, wie gesagt, für mich momentan hier keine Trade-Zone. Die einzigen zwei Zonen, wie jetzt gesagt, liegen hier bei 63.800 für eine Long und dann eben hier unten zwischen 61.000 und 62.000 US-Dollar, aber auch keine Limit-Orders. Wir müssen jetzt gucken, wie das aussieht, sobald wir hier eben an dieser Zone angekommen sind. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum läuft momentan sogar noch ein bisschen akkurater. Wir haben hier dieses letzte Tief hier nochmal angetestet auf dem 1-Stunden-Timeframe. Wenn wir uns das auf dem 4-Stunden-Timeframe angucken, sehen wir auch, okay, wir haben noch kein tieferes Tief. Diese blaue Linie hier unten, die 3370, darauf wird es jetzt ankommen, sollten wir hier in 4 Stunden Close drunter sehen. Long-Position äh, braucht man dann gar nicht eingehen, weil das für mich dann ein tieferes Tief wäre. Das ist hier für mich jetzt momentan so ein bisschen Make-or-Break-Chance bei Ethereum. Sollte das hier schief gehen im 4-Stunden-Timeframe, dann glaube ich sogar, dass wir hier nicht nochmal hochkommen, sondern direkt eben hier runtergehen in Richtung 3000 US-Dollar. Also auch hier für mich momentan keine Long Chance jetzt erstmal kurz den 4 Stunden Close noch abwarten in eineinhalb Stunden sollte dieser positiv verlaufen wir könnten, wir schließen hier über 3380 US Dollar Könnten wir hier einen Versuch starten, sollten wir darunter schließen, ist es für mich ein No-Go und dann äh, werde ich hier auch keine Long-Position durchgeben oder sonstiges. Dann warte ich hier auf neue Chancen oder dann hier wirklich bei 3000 US-Dollar, also so zwischen 3000 und 3050 US-Dollar, weil wir hier unten dann auch noch eine schöne Demand-Zone haben in diesem Preisbereich, plus halt eben noch den Pivot von diesem Monat, in der dann wieder getestet werden könnte. Wir hätten dann bei Ethereum schon eine größere Korrektur als bei Bitcoin. Wenn wir uns das mal angucken, vorne zum High jetzt zuletzt, ähm, hier oben bei knapp 4100 Dollar, sind wir schon 17% runtergefallen bei Bitcoin sind wir gerade mal bei so um die 10%. Also Altcoins momentan eher Blutbad, lasst die Finger davon, habe ich euch die ganze Zeit schon gesagt, wir haben noch keine Altseason gesehen, das war eher so eine kleine Meme-Season, Altseason ist es noch nicht. Wer den letzten Bullrun mitgemacht hat, weiß 30, 40% am Tag auch bei Altcoins, null Problemo, was das momentan ist, ist einfach äh, Rumgejaule, auch sowas wie Matic und Chainlink. Da tut sich sehr, sehr wenig. Wir konsolidieren hier seit Wochen und da jeden Tag äh, von Season zu sprechen und Mega-Preisexplosion wäre einfach falsch. Wir haben Profite genommen, alles schön und gut. Ich warte hier auch noch auf neue Nachkaufzonen, aber da warte ich eine allgemeine größere Korrektur einfach noch ab. Also lasst euch nicht verunsichern. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt hier vier Stunden Close. Darauf kommt es an. Sollten wir hier drinnen bleiben, können wir uns eine Long-Position überlegen. Ansonsten nächste Short-Stick bei 3.100 oder dann je nachdem, wo sich unser Golden Pocket dann hier verschiebt, dass wir dann oben noch mal eine Short-Position eingehen können. Ja, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Gehen wir mal ganz kurz rüber zu Gold. Da hat sich nämlich noch gar nichts getan. Da haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, dass sich hier so eine Art Forning Wedge gebildet hat, beziehungsweise so ein Downtrend-Kanal. Wir haben noch kein Breakout gesehen. Das heißt, hier auch weiter noch keine Short-Position. Kann sein, dass es dann morgen kommt zu den, äh, Fett -Zins, zum Fett-Zinsentscheid, dass wir dann hier ein kurzes Fakeout nach oben hin sehen, dann hier unsere Short-Position reinkriegen und dann Abverkauf sehen. Also, das heißt, hier hat sich momentan noch gar nichts getan. Blicken wir mal ganz kurz auf den Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier leider nicht ins Golden Pocket gekommen, aber auch so ein riesiger Abverkauf, den gab es auch noch nicht. Wir haben jetzt hier derzeit die Chance, zumindest im 4-Stunden-Timeframe, hier auf eine kleine Bullish-Divergenz. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, dass sich hier der Chart erholt, wir ins Golden Pocket hier hochkommen. Würde jetzt auch viel, viel besser passen, also auch wenn es hier nur einen leichten Abverkauf gab. Aber das Golden Pocket liegt momentan perfekt hier in dieser Ineffizienz, dass wir hier nochmal hochgehen und dann den Abverkauf sehen und einen stärkeren Dollar dann eben auch zum Fett Zinsentscheid. Und dann noch, last but not least, ähm, Aktienmärkte. Ihr seht schon, ich habe den Trendkanal hier nochmal ein bisschen längerfristig angepasst. Gefällt mir alles überhaupt nicht. Ist mir alles viel zu bullisch. Aber wir haben hier immer noch Probleme hier über die Marke von 5180 US-Dollar zu kommen. Wir haben steigende... Äh, Sinkende Kryptomärkte, steigende Aktienmärkte momentan. Also auch hier sehen wir wieder Antikorrelation. Wir nehmen sinkendes Volumen wahr. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Also für mich ist es hier momentan immer noch so ein kleines Short-Signal. Die Futures, wie gesagt, bei 5.144 US-Dollar. Normaler Markt hat bei 5.150 geschlossen. Also minimal derzeit tiefer. Aber wie gesagt, ich würde jetzt heute erstmal noch abwarten, ob wir hier nochmal hochkommen in den Bereich der 5185, beziehungsweise hier sogar 5237. Das sind so die Zonen, wo ich sagen würde, okay, die sind für einen Short interessant und dann gib ihm nach unten. Und das gleiche Spiel auch beim DAX, wobei ich beim DAX hier momentan noch etwas mehr auf Abstand bin. So, das war der kleine Überblick für den heutigen Tag. Ansonsten, ähm, wenn es irgendwas gibt, joint gerne in die Telegram-Gruppe rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Ansonsten ähm, wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Like da lassen, abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, wenn es was gibt, äh, werde ich mich auf jeden Fall rühren. Das war's von mir. Bis dahin, ciao ciao und wie immer, stay crypto.